Hallo, heute ist hier Studiotag. Das heißt, wir befinden uns heute hier den ganzen Tag im Studio. Normalerweise gibt es hier genug zu tun, aber ich habe noch eine extra Aufgabe heute. Ich muss meine Ehre wiederherstellen. Ich bin übel vereimert worden von Herrn Winterscheid. Man könnte das hochkompliziert machen und irgendwie sich was weiß ich was ausdenken. Ich habe die andere Methode gewählt. Ich werde ihm heute den ganzen Tag auf den Sack gehen. Hallo? Hallo? Darf ich euch mal was zeigen? Habt ihr Zeit? Du, hast du Zeit? Was ist denn hier los? Ich habe mir was ausgedacht und ich möchte wissen, wie du das findest. Okay. Okay, so. Also erstmal gebe ich dir das hier. Das ist ein Feuerzeug, ein normales Feuerzeug. Und ich bitte dich, von der Echtheit dieses Feuerzeugs dich zu überzeugen. Ein ganz handelsübliches, normales Feuerzeug. So. Okay, ganz normales Feuerzeug. Habt ihr alle gesehen. So, jetzt musst du deine Hand mal so machen, bitte. Ganz normale Flamme. So, jetzt pass auf, was jetzt passiert. Jetzt wird das ganz heiß an deiner Hand immer, ne? Jetzt wird das immer ganz heiß an deiner Hand. Das ist einfach witzig. Das ist nur lustig, du hast mir sogar wehgetan. Genau, wollte ich auch. Ich habe deine Hand angebrannt. Okay, gut. Ich wollte dich verbrennen. Und jetzt gehe ich wieder. Okay, so. Ciao. Idiot. Los. Nichts. Arbeite. Los, bereite dich vor. Witzige Witze. Das ist ja wirklich Knallerbsen. Klar, die sind arschgefährlich. Haben Sie was anderes nicht verkauft? Oder? Naja. Nervt aber schon ein bisschen beim Arbeiten. Oder? Alles gut. Ist jetzt nicht das Schlimmste von der Welt, ne? Aber so ohne Knallerbsen wäre es irgendwie. Wäre man konzentrierter, ne? Also, bist du lieb und verlässt einfach den Raum? Ja, ich verlasse den Raum. Dankeschön. Ich habe keine mehr. Und tust du mir einen Gefallen? Ja. Nimmst du die ganzen Holzköpfe da mit? Klar, kein Problem. Ist alles okay mit dir? Ja, ja, mir geht's super. Soll ich die Tür ein bisschen auflassen? Weil du ja Angst hast, ne? Ich habe Licht an. Eigentlich habe ich dann keine Angst, aber kannst gerne. Ich lasse die Tür so angenehm. Ja, lass, ne? Lass und wenn was ist, ich bin immer da, ne? Okay. Kannst einfach rufen. Guck mal, was das hier ist. Seht ihr den Knopf da? Da steht Feuer drauf. Und wenn ich da drauf drücke, kommt das auch. Alter! So, könnt ihr dann bitte einfach den Raum verlassen und mich in Ruhe lassen? Oh, die Knallerbsen da weg, die brennen doch auch, Mann. Gib mit raus. Hast du gespeichert? Gib raus. Lass mich jetzt in Ruhe arbeiten, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf so eine Scheiße, okay? Ich kann dir aber ein paar Witze mit vorbereiten, wenn du willst. Kannst du bitte gehen? For free. Kannst du. Einmaliges Angebot. Müssen wir gehen. Ist ja nicht so schlimm, haben wir noch eine Menge zu tun. Das hier. Und das hier. Das ist Phase 2. Gut. Hallo, ich bin immer noch da. Wir haben jetzt ein bisschen gewartet. Als zwischendurch schon die Stimmung ein bisschen, sagen wir mal, brandgefährlich war. Aber jetzt ist er gerade hier vorne aufs Klo gegangen. Da kommen wir ja nicht so schnell weg, ne? Hallo, hier ist noch jemand. Kann man das Licht anmachen, bitte? Alter! Mann! Piss dich. Hast du gespült? Nee, ne? Ferkel.
Vorsicht, Feuer! Bist du bescheuert, sag mal! Feuer! Das sind meine privaten Sachen! Feuer! Feuer in der Garderobe! Hilfe! Ach, haben wir noch rechtzeitig bemerkt. Raus! Haben wir gerade noch rechtzeitig raus. Gemerkt. Alle, raus, alle raus. Ich will euch nicht mehr sehen heute. Verpisst euch sofort. Was ist, was hab ich dir getan? Ja, weißt du selber. Na komm, wir machen mal Mittag jetzt, weil der ist ein bisschen aufgebracht. Jetzt, ja. Wegen dem ganzen Feuer riecht auch. Jetzt können wir lieber was essen, ne? Man kriegt, ich finde, von diesem Feuergeruch kriege ich immer direkt so Bock auf Bratwurst. Wir sind jetzt hier kurz vor der Probe. Nicht ganz unwichtiger Teil des Tages, muss man ernst nehmen und so. Bin ich auch immer der Erste, der sich aufregt, wenn man das nicht macht. Ich sag so, die Stimmung ist nicht so ideal gerade. Hat ihn doch ein bisschen mehr genervt, als ich das gedacht habe. Und deswegen werde ich jetzt ein bisschen probieren, sein Gemüt zu beruhigen. Mich entschuldigen. Ich habe auch was gekauft dafür, diesen Hasen. Und da freut er sich vielleicht drüber. Mal gucken, ob das klappt. Hallo. Hallo. So, Entschuldigung. Wir hören jetzt auf. Ist in Ordnung. Wir sind jetzt Probe, ist alles gut. Wir hören jetzt auf. Wir hören jetzt auf. Pass auf, wir hören überhaupt nicht zu entschuldigen. Wir machen jetzt einfach unser Ding und alles ist gut. Wir reden nachher drüber, wenn die Sendung vorbei ist, okay? Nein, ernsthaft, was soll denn das? Ich hab dir nichts getan und du machst den ganzen Tag mit. Du hast mir nichts getan. Du hast in alle Welt Pakete verschickt. Du hast überall irgendwelche. Jetzt hör doch mal auf. Ja, das ist doch aber ich habe dich nicht. Tu mal nicht so. Ey, du hast mir Schmerzen zugefügt heute. Ja, ja und zwar und körperlicher Natur und zwar direkt. Ja, okay, Entschuldigung. Nicht. Es tut mir leid, aber ich habe jetzt keinen Bock, dass so eine blöde Stimmung herrscht bei der wenn Probe. In Ruhe ist. So, ich habe auch was für dich. Ich habe auch nichts als Entschuldigung. Ich habe das hier für dich besorgt. Das ist ein Hase. Können wir jetzt nicht einfach jetzt zum geben? Und den möchte ich dir jetzt gerne überreichen und damit du den ganz doll drücken kannst und ganz lieb hast auch. Bitte. Nein, du brauchst auch einen Freund hier in Berlin. Und jetzt hast du einen. Feuer! Feuer im Büro! Hilfe! Feuer im Büro! 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 Feuer, Hilfe! Feuer! Das war richtig knapp, du. Warum wieder Feuer? Joko, falls du traurig bist, dem Hasen geht's blendend. Einmal in Trockner geht er wieder. So, jetzt sollten wir uns wirklich verpissen. So. Wenn ihr noch mehr Videos von Zirkus Halligalli sehen wollt, abonniert unseren Kanal. Für mehr Videos klickt einfach hier oder hier. Oder hier. Sabine? Was? Wir machen hier gerade was fürs Internet. Hau mal ab, bitte. Sabine? Hau ab, bitte. Leute, ganz ruhig stehen, Sabine. Dann fällt es nicht auf. Ganz ruhig, Sabine. Beweg dich nicht. Sag mal, hast du was an den Ohren?